Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 185 von Aborion. Ja, wir sind hier in einem anderen Sektor. Ich habe schon weitergemacht und wie ihr seht, hat ja wieder gut geklappt. Hier der Riss, der geht so, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Das ist ja richtig doof sozusagen, ne? Jetzt ist meine Überlegung noch gewesen, der Thomas Stehler hatte das ja mal geschrieben. Ja, das vierte ist hier reisen, dann lass uns doch mal nach da reisen, oder? Warte mal, wie war das? Linksklick um da. Dann so und starten. So, wir sind jetzt zwar hier alleine, aber auch nicht so schlimm. Der wird ja jetzt wohl dahin fliegen. Können wir doch bestimmt auf der Karte sehen, wie lange der noch braucht. Das stand doch irgendwo dann immer. Ah, 29% abgeschlossen und der schafft über so einen Riss da auch drüber, ne? Das sollte doch so sein, oder? So, wir haben jetzt hier eine Reichweite von so. Wir haben keine Scanner, wir sehen keinen einzigen Blips dann. Okay, alles klar, dann ist das, bringt uns das gerade nicht weiter. Ist aber nicht so schlimm, wir können ja mal ein bisschen rauszoomen. Bis der weiter ist, können wir vielleicht hier oben nochmal schauen. Hier sind nur ganz viele Ausrufungszeichen. Ist alles Notfälle oder was? Ja, Notrufe, ja. Die sind bestimmt schon uralt, ne? Können bei der Lady schauen. Die Lady hat noch was zu tun wohl und die auch. Und der Discover, der hat noch gar nichts mehr zu tun, oder? Ach doch, der soll nach da vorne fliegen, okay. Meiner 3 hat auch ganz viele Tore. Und die Spritquelle, ja. Die ist da einsam und alleine noch verlassen. Was ist da oben? Heimatsektor. Mein Heimatsektor, okay. Gut, das haben wir geguckt. Jetzt müssten wir mal gucken, ob er schon fertig gesprungen ist. Wo waren das jetzt? Aber noch viel tiefer ist es. Da ist er. Traveler. 59%, okay. Ist jetzt nicht so erfolgreich. Ja. Was sind das hier? Wracks? Asteroiden? Achso, okay, das sind ja. Legende? Das ist doch auch neu hier, oder? Missionsstil, Notiz. Ja, das haben wir auch noch nicht gesehen. Sprungreichweite, Hyperraumsprungreichweite. Äußeres Fraktionsgebiet, zentrales Fraktionsgebiet, okay. Besuchte Massesignatur, Energiesignatur, deine Position. Wurmloch. Okay, das ist alles klar. Ah, er ist, glaube ich, da. Dann, müssen wir hier. Nee, abgeschlossen. Nur Zeit, eine Minute. Ich dachte, das wäre schon fertig. Achso, weil wir nicht ihn angeklickt haben, sehen wir das noch nicht. Okay, das ist ja schön hier. Sektorinformationen haben wir dann, ist klar. Das war das, was wir gerade gesehen haben. Was haben wir denn noch hier? Eigene Position für andere sichtbar machen. Okay, auch Informationen der Allianz-Datenbank anzeigen. Okay. Zeige Gebiete von Schiffen. Ah, das ist das, was wir unseren anderen Schiffen geben. Alle Wurmlöcher anzeigen. Torverbindung anzeigen. Notiz-Icons anzeigen. Zwei angepinnte Missionen und Benachrichtigungen auf Galaxiekarte anzeigen. Ist er denn jetzt mal da? Nee. Traveler ist im Ziel sogar angekommen. Okay, jetzt können wir dann dahin springen. Traveler zu Traveler wechseln. So, über diesen Dingen ist es immer schwierig hinzukommen, wie wir gerade gemerkt haben. Über Risse, da können die sich da einfacher tun. Wir kriegen es halt nicht hin, ne? Ist schon komisch. So, jetzt haben wir hier natürlich nichts. Sind im Traveler drinne. Und ganz viele Signaturen, die hier sind, sind interessant vielleicht. Aber wir suchen ja die Bruderschaft und ja, ich sehe gerade, dass wir das Intro noch gar nicht gespielt haben. Das machen wir mal, ne? Bisher war es alles nichts sagen, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal da noch hinspringen. Dieser dicke, fette Planet im Hintergrund, auch cool. Das sind jetzt Signaturen auf dem Planeten, ne? Und nicht Asteroiden, die da vorher sind, oder? Ja, würde ich mal sagen, das gehört zum Planeten. Ja. So, Sprung, bitte.
Laden. Haben wir. Gucken. Transporter, Handelsposten. Achso, wir müssen ja aufs schwarze Brett gucken, ne? Da oben ist das. Da gibt es ein schwarzes Brett. Dann wollen wir mal schnell da gucken. Findet die verschwundenen Frachter. Ah, okay, das ist jetzt für uns nicht so interessant. Wo ist der andere Posten? Ist da unten. Hat auch was am schwarzen Brett und ich will hoffen, was für uns. Ressourcenknappheit, Lieferungssäure. Nee, leider nicht. Die Bruderschaft, die lässt auf sich warten, ne? Das ist schlecht. Nehmen wir die Koordinaten im Navigationscomputer ein und fliegen dann da mal hin. Ich denke, wir müssen mehr zum Kern hin, ne? Wenn die da rüber springen wollten, sind die bestimmt in der Nähe des Kernes. Oder des Zentrums, nicht des Kernes. Ne? Ist auch egal, wie man es nennt, ne? Torpedos haben einen weißen Sprengkopf und fügen moderaten Schaden an Hülle und Schild zu. Nukleartorpedos natürlich. So. Schauen wir mal hier rein. Altmetallhändler. Aber erstmal haben wir den da jetzt. Schwarzes Brett, was steht da? Lieferung Altmetall. Nee, das ist nicht, was wir brauchen. Was? Das war falsch. Kristallfarm. Kann man alles hier machen, ne? Schwarzes Brett, keine Signatur. Okay, das geht da nicht. Jetzt müsste ich hier mal erst was auf uns sein. Gucken wir aber nicht. Das geht jetzt wahrscheinlich so schneller. Keine Aufträge am schwarzen Brett. Keine Aufträge, Ressourcendepot, da gibt es doch jetzt bestimmt was, oder? Auch nicht. Transporter, hat der eine Nachricht für uns? Okay. Was hat er noch? Wo ist dein Heimatsektor? Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Okay, das heißt, dieser Sektor ist tot. Wir springen weiter. Da wäre was. Und da. Dann nehmen wir den hier. Einmal in diese Richtung. Ist da lang. Ist berechnet. Wir können loslegen. Gut, was sagte der eben noch? Die Piratensituation in den Titan- und Eisensektoren ist schlimm. Das ist eine Korvette. Aber das ging ja nicht, ne? Da kann man kein F drücken. Ressourcendepot? Ne, warte mal. F. Such tot, nicht lebendig. Ist das vielleicht das? Das Ziel wird wegen einer Vielzahl von Verbrechen gegen Zivilisten gesucht. Das Ziel wird wegen einer Vielzahl von Verbrechen gegen Zivilisten gesucht. Das Ziel wird wegen einer Vielzahl von. Okay, mehr Details folgen, wenn Sie den Auftrag annehmen. Sollte ich den Auftrag annehmen? Aber das ist nicht die Bruderschaft, das ist bestimmt was anderes, aber ich weiß es nicht. Komm, wir machen's. Baron Snelse habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesucht, ne? Tut oder bin nicht. Ja, unsere Piraten haben unser Volk schon viel zu lange terrorisiert. Wir können unsere Augen von diesen Bedrohungen nicht länger verschließen. Eliminieren Sie ihn und seine Anhänger, versuchen Sie nicht in Leben zu fassen. Das soll ein Exempel stattfinden. Zu dir das einzige Erdschiff, die Familie. Okay, das ist die Familie. Und jetzt? Weiß aber keiner, wo das ist, oder? Ist es da? Doch, da. Zack, Koordinaten. Zack.
reingesprungen. Koordinaten sind da unten. Das ist natürlich genau andersrum, ne? Egal, kriegen wir auch hin und den machen wir jetzt dann mal kaputt. 368, 262. Schauen wir mal, ne? Dass wir den da mal gerade kaputt machen. Das ist bestimmt so eine Nebenquest. Patrol Unit ist. Wo bist du und was willst du? Das ist uns egal. Habt ihr sie gesehen? Oh, wir sehen die, in der hier vorbeikommt. Und wir haben die gesehen, nach deren ihr sucht. Wir wissen, wo sie hingegangen sind. Aber warum sollten wir euch das erzählen? Scheint, dass ihr uns wirklich dringend gebraucht habt. Wir wollen euch eine Sorgen mehr bereiten. Das Scanner haben gezeigt, dass sie in Sektor 328 gesprungen sind. Ich wünsche euch noch gute Reise. Okay. Reise ist aktualisiert. Nee, Karte. Okay, da müssen wir dann in zwei Schritten hin. Das machen wir dann mal. Ach, da ist es ja schon. Dann fliegen wir mal schnell hin. Berechnete Route haben wir schon. Wir springen, müssen aber zweimal springen. Patrol Unit war da sehr interessant, ne? Der zweite Sprung. Abgekühlt sind wir. Jetzt können wir laden. Und dann springen wir in den Sektor und hoffen, dass er da schon ist. Mit seinen Kollegen da. Oh, das ist so eine Verarsche, oder? Ja? Wir kennen ihre Art, sie sind kopfgeldiger. Wir wollen sie hier nicht. Sie sind gerade nichts umsonst. Aha, wir können was für die tun. 382, 274. Wir kennen sie zurück, mit dem sie sich findet haben, und wir werden ihnen die Information geben. Ernsthaft, ja, werden sie diese Pläne los oder wir werden ihnen nicht helfen. Okay. Karte. Wo war das denn jetzt? Da. Da komme ich nicht hin. Wie soll das denn gehen? Das kannst du also vergessen. Das kann ich nicht lösen dann. 382, 274 kann ich nicht hinfliegen. Oder kann ich vielleicht daneben und dann nur dahin? Oh Mann, ey. Ja, das ist dann ein Programmfehler, würde ich sagen, oder? Ist es keiner? Ich weiß es nicht. Sieht danach aus. Aha. Ein Sichtfehler war das sozusagen. Das sieht hier krass aus mit dieser Farbe. Ein Sichtfehler. Von unten sah das aus, als ob ich da nicht hinkomme, ne? Da konnte ich irgendwie nicht um die Ecke fliegen. Oder springen, sagen wir es so. Naja, dann wollen wir den Piraten da mal ein bisschen Feuer machen, wenn sie denn da sind. Schaut mal, Leute, jetzt müssen wir unsere Opfer nicht einmal mehr jagen. Sie kommen zu uns. Sie denken, sie können uns besiegen. Zeigen wir ihnen, woraus wir gemacht sind. So, zack. Einer ist schon weg. Brauche mich noch nicht mehr dafür bewegen. Ah, wir sind dann doch schon etwas besser ausgestattet, ne? Okay. Da ist was Grünes. Da lohnt sich nicht für hinzufliegen, ne? Ne, hier wollte ich gerade gucken. Ach, da ist noch ein Bandit. Okay, dann müssen wir den auch noch machen.
Kriegen wir den jetzt? Aber wenn er näher kommt, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall. Okay. Mission beendet. Koordinaten reingeben. Also doch auch so wieder. Da unten. Fliegen wir da schnell hin. Einmal aufladen bitte. Okay. Doof, dass wir so einen Doppelsprung machen müssen. Ist aber so. Und, also, wir müssen. Warte, gibt es hier Stationen? Dann können wir gerade noch nachgucken. Ah, nee, falsche Karte. Die war die richtige. Schmugglerversteck. Osbo. Da wird ja nichts auf dem schwarzen Brett stehen, ne? Metallplatten. Und Schiffswerft. Uzit. Ressourcenknappheit. Ne, das ist alle nix. Okay, Karte. Ein Sektor nach Süden. Eigentlich müsste man da schneller hinfliegen können, so, ne? Okay. Einmal schnell. Ich weiß gar nicht, wofür das Zeichen da oben jetzt gerade war. Der Hammer. Achso, da war eine Werft, dass ich da was bauen konnte, rausmachen konnte. Ja. Sie haben ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werden wir Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Sie sollten Ihr Ziel im Sektor 323 finden können. Wir müssen Ihnen nicht sagen, dass Sie sich schwer besiegen sein werden. Sie sind ein Profi. Achso, okay. Karte. Wo ist das jetzt? Da unten. Okay. Ne, das ist ein Notruf. Da ist die Mission. So, geht wieder nicht. Dann den Weg, den Thomas uns vorgeschlagen hat. Ne, das ist falsch wieder. Ich muss da klicken und da klicken. Und dann Schnelligkeit schnell und dann starten. Dann sitzen wir hier wieder alleine in der Boje. Wir kommen da sowieso nirgendwo hin, ne? Was ist das für ein Schiff? Kann ich mir mal angucken, oder? Aber mit meinem kleinen Töff-Töff dauert es ewig bis dahin. Ach, ist gar nicht so weit weg. Ein Frachter war das, ne? Oder was hat die gesagt? Ein Frachter. Der Traveler sollte jetzt schon da sein. Nein, das dauert auch noch einen Moment. Wir können den Traveler ja gerade gucken, wie weit er schon ist. 37% erst. Da können wir hier nochmal gucken, wie der da aussieht, der Frachter. Fülle ein Kopfgelderbtauftrag und mache diese Sektor wieder sicherer. Ja. Ist jetzt nicht groß, der Frachter, oder? Da sehen die alle so klein aus, ne? Okay. Stacheln in irgendeiner Form da dran, Triebwerk, Räume,
Und da rechts ist eine Waffe, ne? Oder ist das eine Waffe? Ich glaube schon, ne? Oh, er hat das zur Bruderschaft gebracht. Dann sag mir doch, wo der ist, wenn du schon solche Nachrichten hier schreibst. Okay, wie weit sind wir hier? Baron 74%, okay. Treibler wechseln. Sehr gut. Dann sind wir da. Und dann finden wir unseren Freund Baron. Du glaubst, dass du einen einwählen kannst? Du warum? Das werden wir sehen. Gucken wir mal, wie gut ihr seid. Unverwundbar. Wer ist denn jetzt hier unverwundbar? Er hier? Wer ist das? Hier sucht sie oder so ähnlich. Schiff, Sinker, Pirat. Ist der auch unverwundbar? Ne, der ist nicht unverwundbar. Der ist schon kaputt. Ist auch ein Pirat. Der ist auch kaputt. Das ist auch ein Pirat. Der ist auch kaputt. Das ist noch ein Pirat. Dann nehmen wir den da noch. Dann bleibt ja nur noch der hier über, ne? Jetzt ist er nicht mehr unverwundbar, oder wie sehe ich das? So, das war's. Mission gesucht, Baron Snelse. Beziehung zu der verbessert. Okay, was sagt unser Brief? Ziel eliminiert. Vielen Dank, dass Sie sich um unser kleines Problem gekümmert haben. Bitte finden Sie Ihre Belohnung in Höhe von 107 in der Anlage. Wir haben, dass Sie auch in Zukunft unsere Gesellschaft zu machen werden. Diese Dingens, ja, okay. Alles nehmen und alles ist gut. Gut, erledigt. Brauchen wir noch nicht mal hinfliegen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir vielleicht nehmen sollten, weil das Rote, das ist ja vielleicht nicht schlecht. Und das Gelbe hier ist, glaube ich, außergewöhnlich, oder? Elite Dugepoint Gefängnisgeschützturm. Schiebt den Müll mal gerade an der Seite hier. Ist unser Schiff jetzt dabei kaputt gegangen? Ich glaube nicht, oder doch? Nee, oder? Nee, unser ist nicht kaputt gegangen. Gut, weiter zur Bruderschaft, oder wie war das? Jetzt sind wir natürlich wieder hinter dem Riss, ne? Hat ja wieder gut geklappt, oder? Egal, kriegen wir auch noch hin. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Weg jetzt diesmal und springen dahin. Machen das auf schnell, starten die Geschichte. Wir machen derzeit eine Pause, bis der da ist. Dann machen wir in der nächsten Folge da weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.